Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es hat ein wenig gedauert bis zu diesem zweiten Teil, aber ich hatte hinter den Kulissen ein paar kleine Problemchen zu bewältigen. Aber nun ist der Teil fertig und ich habe ihn für euch hochgeladen. Leider sind mir aber ein paar Aufnahmen verloren gegangen, weshalb ich nicht exakt an den gleichen Stränden unterwegs sein konnte wie im ersten Teil. Aber das bezieht sich nur auf den Timmendorfer Strand und den aus Pelzerhaken. Dafür habe ich diese Aufnahmen vom Binnenwasser von Neustadt in Holstein mit reingefügt und man sieht, wie viel da gerade los gewesen ist an Wasservögeln. Als nächstes war ich dann aber wieder am Parkplatz in der Nähe vom Yachthafen und wie man sieht, scheint herrlich die Sonne und wir haben strahlend blauen Himmel. Danach bin ich dann zum Yachthafen gefahren und ging die gleiche Strecke ab wie im ersten Teil. Und auch hier seht ihr wieder das weiße Winterwunderland, das es so in Ostholstein eher weniger zu sehen gibt. Und erst recht nicht mit Sonnenschein. Dieser Strandabschnitt ist ja naturbelassen und egal zu welcher Jahreszeit bietet er immer eine wunderschöne Kulisse für jedermann. Aber schaut selbst. Als nächstes gehen wir dann wieder an den Strand von Lenzte, der direkt neben Grömitz liegt. Im ersten Teil war ich ja dort auch unterwegs und bin mit euch an die Wasserkante gegangen. Und dahin nehme ich euch jetzt auch wieder mit. Und auch hier zeigt sich das Winterland in einem viel schöneren und freundlicheren Licht als wie im ersten Teil mit grauem Himmel und Schneeschauer. Und heute bin ich nicht der Einzige, der die Romantik des Winters verspürt und den es nach draußen zieht. Ich meine, viel bleibt uns momentan eh nicht übrig, als die Natur vor der eigenen Haustüre zu nutzen bei dieser Corona-Zeit. Für alle die, die das nicht direkt in ihrem Wohnort haben, für die hoffe ich, dass meine Videos euch trotzdem ein wenig mit nach draußen ziehen und ihr die Natur aus der Ferne mit mir zusammen genießen könnt. Der zweite Drehtag und wieder scheint die Sonne. Nun gehe ich mit euch an den Strandabschnitt in Neustadt in Holstein.
Auch hier waren wir gemeinsam im ersten Video und ich kann mich nur wiederholen, heute gefällt es mir deutlich besser. Allerdings war es echt arschkalt. Und zwar so kalt, dass mir beim Filmen fast die Finger eingefroren sind. Ist dann auch nicht ganz einfach, ewig auf einer Stelle zu stehen, während die Körpertemperatur nach und nach etwas absinkt. Aber weil es so schön war, habe ich versucht, das ein oder andere Bild für euch festzuhalten. Seht, war ich auch nochmal in Grömitz unterwegs an dem Tag. Der Schnee taut so langsam weg und das Winterwunderland verschwindet. Am Grömitzer Strand bei der Seebrücke ist heute echt viel los und jeder, der kann, nutzt das schöne Wetter, gönnt sich ein paar Sonnenstrahlen und schnuppert frische Luft von der Ostsee. Und hoher Besuch tritt heute auch ein, nämlich Verstärkung in der Seenotrettungsfahrt. Ein neuer Seenotrettungskreuzer ist eingetroffen und wird von seinen Kollegen gebührend empfangen. Allen Anschein nach hat den Bau des 28 Meter langen Schiffes eine Erbschaft ermöglicht. Und wer sich dazu gerne im Internet etwas belesen möchte, dem verlinke ich einen Artikel direkt in der Videobeschreibung. So, und wir genießen jetzt noch gemeinsam den letzten schönen Wintertag, den ich für euch verfilmt habe. So langsam reicht es mir nämlich auch mit dem Winter. Ich meine, gut, er hat sich dieses Mal wirklich von einer sehr schönen Seite gezeigt und ich hatte viel Glück, die eine oder andere schöne Aufnahme machen zu können. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin ein Sommerkind und ich brauche die Kälte nicht. Von mir aus könnte der Winter ein bis zwei Monate maximal gehen und der Rest des Jahres ist es angenehm warm bis heiß. Ich mag es einfach, leicht bekleidet draußen herumzulaufen, wenn alles blüht, bunt und grün ist. Wenn die Abende länger sind und es länger hell bleibt. Aber hey, allzu lange dauert es ja nicht mehr. In den letzten Jahren hatten wir ja sogar immer mal wieder warme, schöne Tage im Februar, im März schon. Vielleicht haben wir dieses Jahr ja auch Glück und es sind wieder ein paar sehr angenehme dabei. Ich hätte nichts dagegen. Fahnen schwingen gut im Wind und hier möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Denn wie ihr seht, kann man sich hier ein wenig verewigen. Was auch schon das eine oder andere Pärchen gemacht hat, wie man sieht. Als letztes gehe ich mit euch nochmal an einem weiteren Tag zum Strand in Neustadt in Holstein. Dies ist aber nun wirklich der letzte Teil meiner Schnee- und Winterbilder aus Ostholstein. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig von der schönen Kulisse begeistern und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.